Ich verbringe, wie du wahrscheinlich auch, jeden Tag mehrere Stunden auf Social Media. Einerseits, um Content zu posten, aber auch um einfach nur Content zu konsumieren. Doch wie abhängig bin ich mittlerweile von all diesen Plattformen geworden? Und wie fühlt es sich an, eine Woche auf das alles zu verzichten? Ich kann mal so viel sagen, ein Social Media Detox hat nicht nur Vorteile. Von den ganzen Social Media Apps nutze ich am meisten YouTube, Instagram und auch Snapchat, wobei das eher weniger. In den letzten 6 Monaten habe ich es geschafft, auf TikTok komplett zu verzichten, weil das einfach die Plattform ist, die einem am wenigsten Mehrwert bietet. Und ich sage mal so, man kann Social Media produktiv oder unproduktiv nutzen. Auf YouTube schaue ich zum Beispiel gerne Videoschnitt-Tutorials. Andererseits mache ich es, Videos einfach nur so anzuschauen und mich inspirieren zu lassen. Und oft ist es halt einfach ein Zeitvertreib. Auf Instagram poste ich selbst gerne einfach Insta-Stories, wenn ich irgendwas Interessantes mache, aber ich swipe halt oft auch gerne einfach nur durch das Feed, um zu sehen, was andere Leute so machen. Das tut ja jeder von uns. Ich habe es persönlich in den letzten Monaten jedoch schon geschafft, auf Social Media nur am Abend zurückzugreifen. Denn die meiste Zeit verschwendet man ja eigentlich, wenn man zwischendurch einfach mal kurz reinschaut und dann hängen bleibt. Ich könnte es mir jedoch nicht vorstellen, ohne dem Ganzen zu leben. Und wie schwer mir das fällt, das will ich jetzt herausfinden. Soll ich zum Start des Experiments alle Social Media Apps deinstalliert, weil wenn ich sie nicht am Handy habe, dann kann ich sie auch nicht verwenden. So, wir haben die Hälfte von Tag 1. Jetzt geht mir Social Media natürlich noch nicht ab, wobei ich sagen muss, dass sich das Handy relativ leer anfühlt, ohne die ganzen Plattformen. Aber ich habe hier genug andere Sachen zu tun, die ich machen kann und somit komme ich ohne dem aus. Die ersten 3 Tage des Experiments bin ich noch auf Urlaub in Kroatien. Das ist natürlich für mich ein bisschen ein Vorteil, weil man dort ganz andere Sachen macht und halt insgesamt nicht so viel am Handy ist. So, Tag 1 ist geschafft. Also fast zumindest. Noch war es nicht wirklich schwer, aber ich würde auch erst jetzt am Abend eher auf Social Media gehen. Aber der erste Tag war jetzt noch nicht so schwer darauf zu verzichten, aber ich glaube, es könnte noch schwerer werden. Ich konnte darauf zwar keine Insta-Stories machen und diese Momente teilen, aber das ist jetzt für mich auch nicht so schlimm. Ich mache das ja nicht täglich. So vergingen auch die anderen beiden Tage. Und auch wenn ich nicht so sehr das Verlangen hatte, auf Social Media zu gehen, hat es sich irgendwie ein bisschen anders angefühlt. Dann kam der Tag der Heimreise und wo bietet es sich besser an, auf Social Media zu gehen, als auf einer 6-stündigen Autofahrt. Anstattdessen bin ich dann in die Fotogalerie gegangen und habe erstmal alle meine Fotos aussortiert. Ich glaube, ich habe über 800 Bilder gelöscht und das mache ich eigentlich immer gerne, wenn ich nichts zu tun habe. So, wir haben Tag 4. Ich bin wieder zu Hause und das macht das Ganze schon etwas schwerer. Wenn ich arbeite, habe ich nämlich immer YouTube nebenbei offen, weil ich mich halt oft inspirieren oder motivieren lasse und oft muss man halt zwischendurch kurz mal irgendwas suchen. Das fällt jetzt alles weg, aber es hemmt sogar eher meine Produktivität, wenn ich jetzt nicht auf zum Beispiel YouTube kann. Ja, es wird schwerer. Was ich damit meine ist, ich lasse mich durch Social Media gerne von anderen Leuten inspirieren, wenn ich meine Thumbnails zum Beispiel mache, weil ich halt auch manchmal ideenlos bin und nicht weiß, wie ich das am ansprechendsten gestalten kann. So, ich habe jetzt 3 Stunden lang für dieses Thumbnail hier gebraucht und für diesen Kanalbanner noch viel länger, weil ich halt kein Photoshop-Profi bin und mir immer Tutorials auf YouTube dazu anschaue, aber ich habe mich da jetzt durchgekämpft und sieht doch schön aus. Also, es gab mehrere solche Situationen, wo ich von Social Media eventuell irgendwie Hilfe gebraucht hätte. Das war echt ein bisschen nervig. Und was auch nervig ist, dass 90% der Leute, die dieses Video schauen, noch nicht abonniert haben. Also holt das nach. So, heute ist Tag 7 ohne Social Media. Für mich persönlich fühlt sich das sehr lustig an, weil ich Social Media halt in irgendeiner Weise immer für meine Videos verwende. Und ein bisschen habe ich auch das Gefühl, irgendetwas verpasst oder nicht mitbekommen zu haben. Eventuell sind meine Kurzvideos ja viral gegangen. Aber ich fand es fast schwerer, auf Social Media zu verzichten, weil ich es einfach zwischendurch oft gebraucht habe, als einfach irgendwie Content nur so als Langeweile zu konsumieren. Das war nur einer der Nachteile von einem Social Media Detox, auf die ich später noch eingehen werde. Denn in diese Woche sind 2 Kurzvideos gefallen, die ich bereits vorproduziert habe und dann halt auf geplant online gestellt habe. Und ich schaue dann oft gerne, wie die Videos ankommen und was die Leute so kommentiert haben. Weil wenn man so viel Aufwand in die Videos steckt, will man auch wissen, wie die jetzt angekommen sind. Eventuell gab es einen Fehler und die sind gar nicht online gestellt worden. So. Es ist vorbei. Eine Woche ohne Social Media ist geschafft. Ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, jetzt endlich schauen zu können, was ich oder ob ich was verpasst habe. Und darum checke ich jetzt mal alles ab. Das ist lustig. Ich schätze es gerade wieder viel mehr, dass ich die Möglichkeit habe, einfach auf Social Media zu gehen. Aber wie war jetzt eine Woche ohne Social Media? Also naja, ich würde sagen, ein Social Media Detox ist nicht die beste Möglichkeit, um der Sucht zu entkommen. Dazu am Ende mehr. Ich habe in dieser Woche gemerkt, wie abhängig ich von diesen ganzen Plattformen bin. Und es tut gut, einmal komplett
komplett darauf zu verzichten. Meine Bildschirmzeit ist jedoch kaum gesunken. Sie ist fast auf dem relativ gleichen Niveau geblieben, weil ich die Zeit halt anderswertig am Handy kompensiert habe. Ich bin dann halt oft in Google reingegangen und habe irgendwelche Artikel gelesen oder ich habe mir halt die Nachrichten angeschaut. Es hat mich eher eingeschränkt, vor allem was das Produzieren von diesen Videos hier angeht. Durch Social Media kann man sich gut inspirieren lassen. Man kann neue Sachen lernen und man findet in ganz kurzer Zeit zu jedem Thema einen passenden Inhalt, den ich dann zum Beispiel auch gerne in meine Videos einbaue. Ich finde, über Social Media wird einfach viel zu oft negativ geredet. Meiner Ansicht nach ist es die größte Chance unserer Generation und das nicht nur für Leute, die darauf Content posten, sondern für die Allgemeinheit. Ich meine, du kannst dir ganz schnell irgendwelche Tipps zum Kochen einholen. Zum Beispiel, zu jedem Thema gibt es Content, den man sich kostenlos anschauen und davon lernen kann. Ich persönlich habe mir den kompletten Videografie- und Schnittprozess nur anhand von YouTube-Videos gelernt und das wird mir hoffentlich in den nächsten Jahren noch viel helfen. Ich werde auch weiterhin versuchen, mich darin immer weiter zu verbessern, denn man kann Social Media produktiv oder unproduktiv nutzen. Man muss nur wissen, wie man das macht. Mir persönlich ist der produktive Teil von Social Media mehr abgegangen, weil es mir bei dem, was mir am meisten Spaß macht, das ist das Video produzieren, mich halt am meisten genervt hat. Ein Social Media Detox, also eine Zeitspanne, in der man gar kein Social Media verwendet, ist jedoch nicht die Möglichkeit, den Social Media Konsum langfristig zu verringern. Und darum würde ich es auch nicht empfehlen. Dadurch merkt man natürlich, wie abhängig man bereits von den Plattformen ist, aber nach 6 Monaten ist es nicht mehr relevant, ob du jetzt eine Woche darauf verzichtet hast, weil du so und so bereits wieder in das alte Muster zurückgekehrt bist. Das Einzige, was dagegen hilft, ist es, sich feste Zeiten auszumachen, in denen man Social Media nutzt und Zeiten festzulegen, in denen man darauf verzichtet. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wie man Social Media produktiv nutzt und auch davon profitieren kann. Dazu kommt auch bald ein Video, also lasst ein Abo da. Wie abhängig seid ihr von Social Media? Hier ist noch ein anderes extra für dich ausgewähltes Video, das hast du sicher noch nicht gesehen. Also schau es dir an und lass ein Abo da, denn die Videos sind sehr viel Aufwand.